Roulette Kessel Gucken Mittwoch 22.05.2019 Tagesgewinn 3000 Euro Quantenmechanik Autor Dr. D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Mittwoch, der 22. Mai 2019 und wir haben es jetzt 15 Uhr und ich begrüße hier auch die Zuschauer im YouTube Livestream. Wir haben heute ja ausnahmsweise mal wirklich sehr viel Zuschauer, insgesamt 43 Zuschauer. Für mich ist das viel, da ich in den letzten Tagen immer vor leeren Zuschauerbänken hier Geldgewinne machen musste. Und ich sage Geldgewinne, denn ich habe es mal zusammengerechnet. Wir spielen ja in einem realen deutschen Casino bzw. realen deutschen Casinos und wir haben allein im letzten Monat in den letzten 4 Wochen fast 100.000 Euro gewonnen. Das kann sich sehen lassen, aber es war auch bisschen schwierig mit viel Arbeit und Herzklopfen, denn ich habe ja alles durch die Quantenmechanik und die Stringtheorie ausrechnen lassen, was im Casino passieren könnte und darauf haben wir uns eingestellt und deshalb an manchen Tagen schon nach wenigen Minuten unsere Gewinne im Sack gehabt. Heute ist es nun wieder so, ich habe keinen festen Plan finden können, wir werden heute wieder in einem realen Casino in Norddeutschland sein, aber es ließ sich einfach nicht vorausberechnen, an welchem Roulette-Tisch welche möglichen Konstellationen fallen könnten. Trotzdem haben wir einen Plan, unser Spieler steht bereits im Casino und ist startbereit und sobald sich das Einsatzsignal ergibt, handeln wir und wir setzen. Fragen Sie mich jetzt nicht, in welchem Casino wir genau sind, ich sage es, sobald wir mit dem Setzen anfangen, aber ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns die Casino-Gesellschaften inzwischen schon auf dem Kicker haben, denn denen kann auch nicht entgangen sein, dass wir in den letzten 4 Wochen über 100.000 Euro in den Spielcasinos, in den deutschen realen Spielcasinos gewonnen haben. Ich kann das natürlich nicht beweisen, dass wir beobachtet werden, aber ich habe nur das Gefühl, deshalb sage ich jetzt nicht, an welchen Tische spielen und auch noch nicht in welchem Casino, das soll Sonderart Überraschung werden. Wir kommen aus dem Dunkel, schlagen zu und gewinnen und sind wieder weg, damit niemand den Tischgruppiers etwas sagen kann, dass wir jetzt nach einer ganz bestimmten Art und Weise setzen und dann vielleicht da irgendwie anderweitig etwas irrational gedreht wird. Ich sehe es ja heute, ich weiß zwar nicht, wer die vielen Zuschauer sind, die sich hier in den YouTube-Livestream eingeloggt haben, aber das können auch Mitarbeiter von einem Casino mit dabei sein und wenn ich jetzt schon ankündige, in welchem Casino wir spielen, dann könnten die schnell zu dem Tisch laufen und die Gruppiers informiert, dass wir die Australier im Anmarsch sind und wieder gewinnen wollen, zumal wir auch mit größeren Stücken, nämlich mit 1000 Euro Stücken eigentlich immer spielen und da wollen wir natürlich auch gerne gewinnen. Ich muss Ihnen sowieso sagen, ich sitze hier in meiner Wohnung auf dem Balkon, auch wenn wir zurzeit draußen Regenwetter haben, aber wir haben ja einen Spieler, der live in den Casinos setzen muss. Ich rechne das hier nur alles mit der Quantenmechanik und der Stringtheorie vorher aus. Wie und was und wann wir setzen müssen und bisher hat das immer geklappt. Wir haben in wenigen Minuten Tausende von Mark gewonnen bzw. Tausende von Euro, einfach deshalb, weil wir gekommen sind, zugeschlagen haben und wieder weg waren. Ich kann Ihnen auch noch sagen, die Quantenmechanik ist eine sehr zuverlässige Berechnungsquelle, ganz besonders für Roulette, aber wann muss ich natürlich mit der Quantenmechanik und mit der Stringtheorie auskennen, sonst funktioniert das nicht. Und wenn manche von Ihnen das vielleicht genauso machen wollen, einen Freund oder einen Spieler dann im Casino zu entsenden, damit er dort Gesetze tätigt, dann muss ich natürlich sagen, den Spieler müssen Sie sich sehr genau ansehen. Ich habe bisher sehr viel Lehrgeld bezahlt, weil viel zu oft unter diesen Leuten Betrüger waren, die geschimpft beschissen haben. Man kann eben nicht jeden einer solchen Aufgabe beauftragen, denn wenn der ihn nachher sagt, es sind ganz bestimmte Zahlen gekommen und nicht die, die gesetzt worden sind und er ihn keine Gewinne ausliefern will, dann haben sie ein Problem, da können sie gar nichts gegen machen. Es ist das schon wichtig, wenn man mit einem Spieler zusammenarbeitet, dass der sehr seriös ist und korrekt und nicht betrügt. Ich habe jetzt so einen Spieler gefunden, er ist ein pensionierter Polizeibeamter, der eben einfach korrekt ist, nur jetzt fängt ja auch schon an größenwahnsinnig zu werden, denn unser Spieler hat sich vor wenigen Tagen einen nagelneuen Ferrari für 400.000 Euro auf Teilzahlung gekauft.
weil er jetzt auch gerne standesgemäß als Gewinner in den Casinos vorfahren möchte. Ich kann natürlich nichts dagegen sagen, aber ich mache keinen Hehl daraus. So ganz recht ist mir das nicht, weil die eventuell bescheißen könnte, sondern ich habe es ja bei dem Thomas Westerburg gesehen, den habe ich 2009 auch quasi angelernt mit dem Kessel gucken und es wurde sehr viel Geld gewonnen. Und der ist denn 2010 dahergegangen und hat sich erstmal einen Mercedes McLaren für 812.000 Euro in bar gekauft, anschließend den großen Otto gespielt. Natürlich hat Westerburg immer korrekt gehandelt, aber er hat auch gerne den dicken Otto gespielt und spielt ihn heute noch. Wir waren zum Beispiel 2010 nach Südafrika geflogen, da hat Westerburg eine 24-jährige bildhübsche Brasilianerin aufgerissen, obwohl er selber schon fast 70 war. Und hat dieser Brasilianerin jeden Wunsch von den Lippen abgelesen und ist zu den Fußballspielen nicht etwa mit der Bahn oder mit dem Bus, sondern immer mit dem Privatflugzeug geflogen. Und nachher hat man es gesehen, auf einmal war diese bildhübsche Brasilianerin verschwunden und genau zu dem Zeitpunkt, als Brasilien bei der Fußballweltmeisterschaft ausgeschieden war, und nachher stellte sich heraus, das war eine Spielerfrau eines brasilianischen Fußballers, die eben wieder mit zurück musste. Westerburg hat also quasi alles umsonst ausgegeben. Aber wir waren auch in Sun City und vor dem Casino kommt auf einmal ein Bus vorgefallen mit Touristen aus China, alles störend auf den Westerburg zu. Die haben den erkannt und wollten ein Autogramm haben, weil er in China in Massau als Millionenspieler bzw. Millionengewinne aufgefallen war. Wir waren ja damals in Massau aufgrund eines amerikanischen Casinosbesitzers, der uns eingeladen hatte. Wir sollten die Kesselkokerei doch mal vormachen. Er hat uns alles bezahlt, Hotel und so weiter und sogar das chinesische Fernsehen engagiert. Westerburg ist also im chinesischen Fernsehen ein regelrechter Fernsehstar geworden. Und wir haben damals nicht wie vorausgesagt 1 Million Dollar gewonnen, sondern 3,8 Millionen Dollar und dass es den amerikanischen Casinobesitzer, der das Casino dort gerade frisch eröffnet hatte, ziemlich teuer geworden. Aber das nur nebenbei, wie beliebt und bekannt Westerburg bei den Chinesinnen und Chinesen gewesen ist. Die wollten in Südafrika alle ein Autogramm von ihm und haben mit ihm auch ein Selfie gemacht. Aber ähnlich war das auch mit dem heutigen amerikanischen Präsidenten Donald Trump, den ich ja schon seit 1982 kenne. Der hatte 1997 in Atlantic City ein ganz feudales Casino Taj Mahal aufgemacht und uns eingeladen. Ich bin damals mit dem weltberühmten Kesselkocker Sachse Carlo aus Dresden dort gewesen. Und wir haben damals 800.000 Dollar durch Kesselgucken gewonnen, die Donald Trump uns persönlich übergeben hat. Auch der hatte uns damals weitere Flugtickets geschenkt. Wir möchten doch wiederkommen und so etwas hat sich der Kesselgucken Sachse Carlo ja nicht zweimal sagen lassen und wir sind tatsächlich dort noch einmal hin und da hat der Casinobesitzer vom Taj Mahal, der heutige US-Präsident, weitere 300.000 Dollar Gewinn auszahlen müssen. Sie sehen also, das sind natürlich inzwischen alles nur Geschichten der Vergangenheit, aber wir haben immer sehr solide und seriös gespielt und sehr sehr viel Geld gewonnen und ich bin der Meinung, dass es so eine Art Vorsehung geben muss, die es einfach belohnt, wenn man solide und ehrlich und korrekt ist und einen dann auch im Gewinn im Casino lässt. So, nun meldet sich gerade unser Spieler und sagt mir, unsere Permanenzkonstellation sei eingetreten und er es bereits wieder auf dem Rückweg und setzt. Ich sage Ihnen Folgendes, wir spielen heute im Casino von Duisburg am Tisch 3 und nach meinen Berechnungen und den Berechnungen der Quantenmechanik und der Stricktheorie soll heute nach unserer gewünschten Permanenzkonstellation 5-mal hintereinander eine schwarze Zahl kommen, und die wollen wir setzen, das heißt, wir sind bereits dabei, denn jetzt ist das Satzsignal da. Nach einem Farbenwechsel von Rot auf Schwarz ist die 29 gefallen, dann wieder Rot die 5, dann wieder zweimal Schwarz die 6 um die 26, dann wieder Rot die 23 und jetzt setzen wir 5-mal hintereinander auf Schwarz. Natürlich hat die Quantenmechanik nicht die einzelnen Roulette-Zahlen ausrechnen können, sondern lediglich nach einer roten Serie kommt Schwarz, dann kommt Rot, dann kommt zweimal Schwarz, dann kommt wieder Rot und dann kommt 5-mal hintereinander Schwarz.
Also wie gesagt, am Tisch 3 in der Stahlhochburg Duisburg. Jetzt hoffen wir also, dass die schwarzen Zahlen so stabil wie Stahl auch tatsächlich kommt. Wir spielen heute mit 1000 Euro Stücken und unser Gewinnziel ist natürlich 5000 Euro und jetzt hoffe ich, dass tatsächlich 5-mal hintereinander schwarz fällt. Und da ist unser Spieler wieder freudestrahlend, aber trotzdem mit einer kleinen Hiobsbotschaft. Wir haben es wieder geschafft, einmal daneben zu landen. Es ist in der Tat 3-mal hintereinander schwarz gefallen und zwar die 26, die 15 und die 17. Und dann ist 0 also 0 gefallen und das ist natürlich ein Verlust. Und den fünften Coup haben wir ebenfalls wieder auf schwarz gesetzt und da ist die 20 gefallen. Es ist also so, unser heutiger Gewinn ist 3000 Euro, aber damit kann man eben auch zufrieden sein. Wir können nicht immer voll gewinnen, der liebe Gott lässt eben einfach die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Wir können also zufrieden sein, 3000 Euro innerhalb einer Viertelstunde gewonnen. Das wäre es dann für heute, ich schalte jetzt ab.